Hallo und herzlich willkommen zum Videolage-Update zur Corona-Lage im Landkreis Leer für heute Freitag, den 21. Januar. Auch im Landkreis Leer ist Omikron die vorherrschende Variante. Wir haben eine regelrechte Wand vor uns, muss man sagen. Die Fallzahlen steigen rasant an. Wir haben heute einen Anstieg von 198 Fällen zu verzeichnen, was eine Inzidenz von 452,5 ausmacht. Das stellt uns im Gesundheitsamt und bei der Kontaktnachverfolgung natürlich vor immense Herausforderungen. Hier passen wir stetig an. Wir bitten aber auch, helfen Sie mit, und wir appellieren hier auch an die Eigenverantwortung der betroffenen Personen. Wir haben einen Quarantänewegweiser auf der Homepage aufgeführt, weil sich die Regelungen ja auch immer stetig ändern. Hier haben Sie immer die aktuellen Regelungen und was Sie im Fall der Fälle dann wirklich tun müssen. Aber bleiben Sie gesund und halten sich dort auch bitte an die Regeln. Uns erreichen viele Fragen zum Impfstoff von Johnson & Johnson. Hier ist es so, dass nach den neuen Maßgaben Personen, die lediglich einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind, als nicht mehr vollständig geimpft eingestuft werden. Leider ist das geltende Recht. Wir helfen Ihnen aber hier gerne, denn wir empfehlen auch, und es wird empfohlen, eine zweite Impfung durchzuführen mit einem mRNA-Impfstoff. Und ist eine zweite Impfung schon erfolgt, dann können Sie sich nach 3 Monaten mit einem mRNA-Impfstoff boostern lassen. Ich weiß, dass die neuen Maßgaben, die zu Verwirrung beigetragen haben. Sie finden immer auf der Homepage, wie gerade eben schon gesagt, die aktuellsten Dinge. Informieren Sie sich bitte auch über die Impftermine, die wir anbieten. In allen Regionen im Landkreis Leer, mit Termin, ohne Termin, wird das Impfen angeboten. Impfen hilft, lassen Sie sich bitte impfen und versuchen Sie auch, Freunde und Bekannte nochmal davon zu überzeugen, wie ich die Impfangebote wahrzunehmen. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende. Bis dahin, Ihr Matthias Grote.